Ja, hallo, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, warum ihr in eurem Dokument immer solche Raute-Symbole bekommt. Ist eigentlich ganz einfach. Nehmen wir mal an, wir haben hier eine siebenstellige Zahl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt würden wir in unserer Tabelle ein bisschen weiter unten, ich scrolle einfach mal ein bisschen runter, eine andere Zahl schreiben, die wesentlich kürzer ist. Nehmen wir mal an, 1, 2, 3. Jetzt kann man ja auf die Idee kommen und sagen, okay, ich möchte die Spalte mal ein bisschen kleiner haben, weil, ja, das würde ja dann passen. Und ich mache das jetzt extra schön klein. So, und dann schauen wir uns mal oben an, was nämlich passiert. Wir hatten ja eine siebenstellige Zahl und stellt euch mal vor, LibreOffice Calc würde uns die immer noch anzeigen. Dann würde man jetzt einen völlig falschen Wert ablesen. Und das ist genau der Grund, warum deshalb solche Raute-Symbole angezeigt werden, damit man halt keinen falschen Wert ablesen kann. Ist die Spaltenbreite zu klein, werden halt Raute-Symbole angezeigt und um das Problem zu beheben, braucht ihr nur hier oben zwischen die beiden Spaltenköpfe, ihr seht ja, der Mauszeiger ändert sich, einen Doppelklick ausführen und dann könnt ihr auch sicher sein, dass selbst weiter unten liegende Zahlen, die vielleicht noch größer sind, auch wirklich alle sauber angezeigt werden. Das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, der eine oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich jedenfalls freuen und sehe euch wie immer beim nächsten Tutorial. Bis dahin, ciao.